guten Morgen oder besser gesagt, ja, ist schon fast mittags, guten Mittag hier direkt aus meinem vollgepackten Bulli, direkt von der Bahn. Der Winter hat Einzug erhalten. Ich bin auf dem Weg. In den nächsten Tagen bzw. Wochen habe ich mehrere Hechtaktionen geplant. Wir haben ganz verrückte Sachen vor und ich werde euch da auf meinem Kanal hier mitnehmen. Heute Abend starte ich bereits mit einem verrückten Vorhaben. Ein guter Kumpel hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch Stefan, bei mir zu Hause im, sag ich mal, Gartenteich muss irgendein großer Raubfisch drin sein. Nachbarn haben den gesehen, haben sich richtig erschrocken, wie er an der Oberfläche geraubt hat. Und er hat ihn auch schon beobachten können und merkt auf jeden Fall ganz deutlich, deswegen hat er mich auch angerufen, dass irgendwie seine Teichfische weniger werden. Da habe ich gesagt, probier doch mal deine Angel reinzuhalten, den angeblichen Räuber, er weiß nicht genau, was es ist, zu fangen. Und sagt er, er hat es probiert, er hat da mal mit der Spinnrute ein bisschen rumgedollert, aber ist nichts passiert. Ich bin jetzt auf dem Weg an ein größeres Gewässer im bayerischen Raum, möchte dort zum Hecht angeln und habe gesagt, die Route enthält Verkehrsstörungen. Verkehrsstörung wieder, super. Ja, und habe ich einfach gesagt, klingt ja ganz spannend, ja, das Monster im Gartenteich. Ich komme einfach jetzt mal vorbei, bin eh gerade auf dem Weg, auf der Durchfahrt und probiere mal mein Glück, den angeblichen Räuber. Ich schätze mal, dass es sich hier bestimmt um einen Hecht handeln muss, zu fangen. Ja, ich habe jetzt noch gute 450 Kilometer vor mir und ich hoffe, dass wir im Hellen noch ankommen, dass ich mir das Gewässer, ich glaube, so groß wird es jetzt gar nicht sein, nochmal in Ruhe anschauen kann, ja, und nochmal einen Versuch wagen kann, den angeblichen Räuber im Gartenteich zu fangen. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich habe noch nie im Garten von irgendwelchen Leuten geangelt. Ich bin selber gespannt, wie groß das Gewässer ist und ob auch wirklich ein Raubfisch sich dort im See versteckt. Mein Kumpel sagt auf jeden Fall, er hat diesen Teich, um dort immer mal ein paar Köderfische am Start zu haben. Er selbst ist Welsangler, ihr kennt meinen Freund auch, ja. Und er sagt, die werden definitiv weniger. Also irgendwas ist da drin, was mir die Fische rausfrisst. Und deswegen muss dieser Fisch da raus. Wir ballern jetzt dahin. Wir haben es geschafft. Es ist 15 Uhr. Ja, Finny hat natürlich auch keinen Bock mehr. Es ist 15 Uhr und in einer guten Stunde, anderthalb Stunden, wird es schon dämmerig. Unterwegs hat es noch ein bisschen geregnet auf der Bahn, aber hier ist aktuell kein Regen. Da wird wahrscheinlich Schnee kommen. Jetzt bin ich echt mal gespannt auf den besagten Gartenteich, Tümpel, See, was auch immer es ist. Ja. Da vorne fährt schon ein Bauer. Der guckt ganz komisch, wer ihm da hinterher fährt. Jetzt müssen wir hier mal warten. Und dann schauen wir uns mal den angeblichen Monsterpool, wo sich der Raubfisch versteckt, genauer an. So, komm raus auf. Wir sind da. Ich glaube, wir haben es gefunden. Den Monster Lake hier in Bayern. Naja. Seid ihr auch so gespannt, wie ich es war? Tete. Da ist das gute Stück. Naja. Ich habe mir ihn ja wirklich so beim Herfahren noch kleiner vorgestellt, aber so klein ist er gar nicht. Und es schwimmt ein Haufen Kraut, so alten Zeug drauf rum, ja. Okay, hier
Hier drin, ja, soll sich also ein Raubfisch verstecken, der an der Oberfläche raubt und den Köfibestand rapide abnehmen lässt. Eieiei. Ich glaube, ich werde als erstes mal mit der Spinnrute probieren, um mir so ein paar Eindrücke zu verschaffen, wie tief das Gewässer ist, wie die Bodenstrukturen sind. Vater Martin, jetzt habe ich es auch verraten, wo ich bin, bei wem am Gartenteich, hat er mir gesagt, hat er schon probiert. Martin ist noch arbeiten, der wird aber nachher dazukommen. Den interessiert es natürlich selber, was da drin ist und ob ich das Teil fangen kann. Er hat es nicht geschafft, aber ich denke, das ist der beste Plan. Erstmal hier eine Spinne raus, ein bisschen hier drin rumwurschteln, um zu gucken, ob da was passiert. Und dann, ja, dann rücken wir den Teil mit einem dicken, fetten Köderfisch auf den Leib. Ich habe schöne, dicke Rotaugen dabei, auch für die nächsten Tage. Es geht ja noch weiter, ich bin jetzt nur auf der Durchreise. Aber das ist doch keine doofe Idee. So, aber jetzt müssen wir erstmal mein Chaos hier aufräumen, weil ich habe alles dabei, was ich für die nächsten Tage bzw. Wochen erstmal brauche. Schaut mal hier rein. So, und hier müssen wir jetzt erstmal Ordnung machen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Der Bauer da oben guckt ganz komisch, was ich da bei ihm im Garten mache. Mit dem riesen Netz hier. Den Kescher habe ich jetzt als erstes im Auto greifen können. Den nehmen wir auf jeden Fall mal in weißer Voraussicht mit runter. Also ich selbst muss ja wirklich ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, ich habe noch nicht mal an einem Forellenteich geangelt, hier, der so klein ist. Aber das heißt ja nicht, dass einem da die Fische ins Netz springen. Ja? Wenn hier wirklich so ein Ungetüm drin sein sollte, je kleiner das Gewässer, desto eher checken einen die Fische. Und desto schwieriger ist es dann auch, so einen Fisch zu fangen. Ne? Vor allen Dingen hat er wahrscheinlich da drin einen reich gedeckten Tisch. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall ein paar Spinnköder jetzt mal raussuchen. Und mit der Spinnrute fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Also da hat sich einiges an Chaos angesammelt. Aber ich möchte ja noch weiterfahren und habe eigentlich alles dabei, was man brauchen kann. Ich werde es jetzt erstmal mit einer Spinne probieren. Da kommt der Martinho, das richtige T-Shirt hat er ja an. Servus. Moin. Mr. Pike. Mhm. Und warum fängst du nicht selbst? Ja, jetzt verdorben, weißt du, wie es ist. Ist es ein Hecht oder ist es ein Wels oder ist es ein Irrglaube? Ich gehe davon aus, dass irgendwas drin ist. Ich habe selber schon öfter was rauben gesehen. Die Nachbarn haben mir erzählt, dass da manchmal die irgendwas rauben sehen an der Oberfläche. Mit dem Blinker hast du schon mal rumgeworfen, nichts passiert? Ich habe noch nicht rumgeworfen, tatsächlich, weil ich zu verdorben bin. Zu verdorben, sagt er, zu faul ist er. So, wir starten auf jeden Fall jetzt mal mit einer Spinnrute. Das geht am schnellsten, in einer Stunde ist es dunkel. Meistens geht es am schnellsten, vielleicht haben wir ja Glück. Und fangen den... Ja, den gesehenen, unbekannten Räuber. Und ansonsten müssen wir mit Köderfischen den an den Leib rücken. Ich werde auf jeden Fall, wenn es sein muss, heute Nacht hier an diesem riesen See da unten übernachten. Bin gespannt. So. Gucken, was wir an Ködern da drauf hängen. Ich fange erstmal mit dem Wobbler an. Relativ trübes Wetter, eine grelle Farbe, UV-aktiver Wobbler. So, ich habe vorne ein starkes Fluorcarbon montiert. Dann schauen wir mal, ob er da Bock drauf hat. Jetzt
ja wenigstens ein bisschen von dem Schwimmkraut hier runter machen können. Das ist gar nicht so einfach, den Köder hier in eine freie Stelle zu werfen. Da wirklich viel, viel Laub drin ist, seht ihr? Ich sammle hier das ganze Zeug ein. Man denkt dann immer kleiner Teich, hucki zucki zu beangeln, aber vielleicht mit dem Gummifisch doch besser. Da hängt schon wieder ein Dreck drin. Seht ihr das? Ich muss mir hier erst eine Schneise machen. Aber das wird wahrscheinlich auch ein Problem, wenn wir mit der Spinnrute nicht kriegen, den Köfi hier gescheit zu setzen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Wann hast du das letzte Mal gesehen oder Raupen gesehen? Vor 4-6 Wochen. Ja, wenigstens, wenn du mich schon bittest, das Monster hier im Gartenteich zu fangen, das Gras mal wegmachen können. Brauchst du ja ein bisschen Herausforderung, kannst du ja nicht immer zu einfach machen. Wie tief ist er? Ungefähr 1,50 Meter und an der tiefsten Stelle 1,60 Meter. Das wird er vielleicht noch tiefer. Fisch! Fisch! Alter! Unglaublich! Alter! Unglaublich! Hängt ganz knapp! Hängt ganz knapp! Das war der 5. oder 6. Wurf! Das ist ja echt ein guter Hecht! Du lachst jetzt! Ich bin komplett erschrocken! Ich hab gar nicht damit gerechnet! Du glaubst, ihr erzählt einen Scheiß! Unglaublich. 5. oder 6. oder 7. Wurf vielleicht. Schaut mal. Der hat ihn komplett genommen. Der hat ihn gewollt. Ich bin nur am Kraut hängen geblieben. Unglaublich, unglaublich. Ein Gartenteich hier ist uns Slim aufgebaut. Unglaublich. Unglaublich. So, alles schön nachmachen. Ist er mit einem Haufen Laub im Schlepptau. So, vorsichtig. Mal gucken. Der hat ihn komplett genommen. Also es ist wirklich kein Wunder, dass der Martin hier davon spricht, dass sein Köfibecken immer leerer wird. Ja, den UV-aktiven Fox Hitcher,
den wollt ihr hier. Das Monster vom Gartenteich ist gebändigt. Absoluter Wahnsinn. 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 Ganz schön dicken Bauch hatte der Kleine. Ich weiß, wieso er einen dicken Bauch hat. Ja, weil er deine ganzen Wallerköfis gefressen hat. 85 cm. Aus dem Gartenteich hier. Wahnsinn. Also da hätte ich nicht mit gerechnet. Aber wie gesagt, ich habe mir bessere Chancen ausgemalt, jetzt beim Werfen einfach mal noch im Hellen, als mit Köfi. Denn Köfis hat er hier genug zum Fressen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, und der bekommt jetzt neues Zuhause. Im Gartenteich kann er nicht bleiben, aber er wandert auf jeden Fall nicht in den Kochtopf. So viel kann ich euch versprechen. Wir haben hier in der Nähe ein tolles Gewässer, wo er sehr willkommen ist. Der Hecht aus dem Gartenteich. Alles ist wieder in Bulli reingekracht. Es ging wirklich schneller als erwartet und es war ja doch wirklich ein guter Hecht hierfür. Übertrieben gesagt, den Gartenteich. Jetzt haben wir uns entschlossen, eigentlich habe ich ja drauf spekuliert, Deadbait-Angeln zu machen. Und mit Köfi, dem mysteriösen Räuber hier, auf den Leib zu rücken. Aber gefangen ist gefangen, muss man mal zufrieden sein. Der kriegt jetzt ein schönes, gemütliches, neues Zuhause. Und wir haben gesagt, ach komm, machen wir es uns doch auch jetzt gemütlich. Wir pennen so viel und so oft im Zelt irgendwo draußen. Wäre auch gemütlich geworden, hätten noch ein schönes Feuerle gemacht. Aber werden wir heute Nacht, bevor es morgen für mich weitergeht, an den nächsten See, diesmal größer, ja, die Nacht bei Martin in seiner Garage verbringen. Schaut mal. Alter Falter, darf ich hier überhaupt die Schuhe anlassen? Ja, ich sehe klar, das ist ja eine Garage. Also Schuhe muss ich nicht ausziehen? Ja, Schuhe kommst du raus, das ist ja eine Garage. Alter Falter. Zu essen bestellen brauchen wir uns auf jeden Fall nichts. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe ja damit gerechnet, dass wir einen Bulli pennen. Oh, das ist aber fein. Rein. Die neuen Y-Foods. Hier, mega lecker, der Lassi. Passionate Tropical. Muss mal die Lampe ausmachen, wir haben ja hier Licht. Ja, und er hat mir der Martinho angeboten, in seiner Garage zu pennen. Da habe ich schon gedacht, in der Garage pennen, was ist denn da los? Aber, warum ist denn der Boden so warm? Fußbodenheizung. Was? Fußbodenheizung. Mhm. Fußbodenheizung in der Garage. Dass das Tackle nicht friert. Also Jungs, ich sag's euch, ich habe schon viel gesehen, ja, aber ich glaube, Martin, seine Garage ist größer als mein ganzes Zuhause. Wie viele Quadratmeter hat denn das Ding? 105, glaube ich. 105. Kann man machen, oder? 105 Quadratmeter Garage mit einer Küche drin. Über die Farbe lässt sich, glaube ich, ein bisschen streiten. Aber ein Büro, ein Motor. Ganz wichtig ist hier hinten ein Ofen. Und natürlich das Allerwichtigste ist, weil ich habe jetzt wirklich kalte Füße bekommen. Alter. Eine Fußbodenheizung in der Garage. Kann man machen, ja. Die Bayern sind halt immer etwas großzügig mit ihren Angelkellern. Bei mir in der Garage, verspreche ich euch, kann definitiv keiner pennen. Da ist alles komplett des Chaos. Ja, aber hier drüben friert das Schlauchboot auf jeden Fall nicht, dem geht's gut. Da hinten die Welsruten, denen geht's gut. Den Bojen geht's gut. Für die Weinflaschen hier könnte es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu warm sein. Die müssen ja gut temperiert gelagert werden. Und ich glaube, ich muss Martin auch mal erklären, dass man Weißwein so nicht lagern darf. Aber genau, das ist dem wurscht. So, wir hauen uns jetzt noch ein gemütliches Abendessen rein, denn das gibt es hier nicht. Oder kochst du noch was? Nein, ich glaube, ich koche nichts mehr. Genau, und ja, unverhofft kommt oft. Eigentlich wollte man am See unten schlafen. Schaut euch mal hier die geile Wall of Fame an. Ich stelle mich jetzt hier noch ein bisschen vor den Ofen. An Füßen ist ja warm. Der Popo wird jetzt auch wieder warm.
Und wir sehen uns beim nächsten Video. Für mich geht die Reise jetzt definitiv weiter. Morgen ziehe ich an das nächste Gewässer. Es wird größer, es wird fetter und es wird definitiv mit Deadbaits geangelt werden. Ob es genauso einfach wird oder so viel Glück im Spiel ist wie heute hier am Gartenteich, kann ich euch nicht versprechen, aber darum geht es auch nicht. So, ich werde mich jetzt hier in der Garage ausbreiten, das Nachtlager errichten. Hoffentlich bekomme ich keine Platzangst. Haha. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.